Speicherkarte wieder mal voll. Punkt, Punkt, Punkt. Und von diesem dann zurückerblickt wird. Und dieses wirklich gemachte Wirklichkeits- und Existenzempfinden, also dass man selber es sei, der Haupt- oder der einzige Protagonist dieses überwältigenden Schauspiels da wäre, nur um den Preis, die Eintrittskarte nur um den Preis erworben werden kann, dass das Bewusstsein sich nur an dieser ultimativen Unmöglichkeitsgrenze des Unvermeidlichen, des Totalbankrotts, des wieder alles Verschwindenmachens, des wieder alles Entwirklichens, wieder alles Verwurstens, wieder alles Entleerens und Nichtigens. Nur um den Preis dieser Paradoxie, all das, was so wundersam, überwältigend erlebt und erleibt und empfunden und gespürt und gedacht und gesehen und gefühlt und gehört und gesprochen wurde etc., dann wieder verunwirklicht, wieder ungeschehen gemacht wird, vollständig aussortiert. Notwendigerweise, damit die Nächsten auch dran kämen, den Reigen des Bühnenschauspiels wieder zu erleben, sobald sich der Vorhang Baubus aufzieht. Also, ist es das, was das Bewusstsein in Szene gesetzt hat, damit das Leben, das ja primär nur das Ziel hat, sich am Leben zu erhalten, möglichst komfortabel und möglichst lange, noch dazu ein wenig Abenteuerkitzel erhielte, dieses Sein auch zu empfinden als wirklich verwirklichtes und wirksames, bevor es wieder verunwirkt und wirkungslos wird, damit aus dieser Wirklichungsmachung die Beschleunigung der Werke, an denen ihr sie erkennen werdet, erfolgt. Und wie man an diesen Werken erkennen kann, was dieses unmögliche Schizospalt-Sprechwesen vernunftbegabt, sondersgleichen gewesen sein wird und würde, auch wenn man das nicht durch ein paar Lettern auf ein paar Megalithbrocken eingehämmert hat. Allein die Bombastizität dieser Anstrengung zeigt, dass auch sie Wesen gewesen sind, die die Botschaft überliefern wollten. Auch wir waren solche, die ein Erinnerungszeichen an unseren Wunsch auf Unsterblichkeit an euch tradieren wollten. Aber wie ihr seht, war damit nichts, sondern nur Sense.